Hier sind sie lang gegangen. Also gucken wir erstmal hier. Oh. Wohl ein Mensch gewesen sein. Eine Federmaske, die ich vom Kopf eines ewig ruhenden Skeletts genommen habe. Die verblassten Farben, die sich noch auf den mittlerweile erstarrten Federn erkennen lassen, schließen darauf, wie farbenprächtig sie einst gewesen sein muss. Nice. Sicher, dass da vorne nichts ist? Same set of symbols we've seen in strangely carved niches all around here matches with what is written in the oldest parchment. I believe uncertainly that they represent a destination towards somewhere significant. Scheinbar doch erstmal einen anderen Weg. Warte mal, hier lang. Oh, ich will immer nichts verpassen. Ich hasse das, wenn ich in so einem Spiel was verpasse. Achso, und wer sich wundert, dass die letzte Folge Friedrich Wilhelm von Jundst geheißen hat und es auch immer noch tut, das war der fiktive Autor des fiktiven Buches Unaussprechliche Kulte. Von Jundst. From some of the bas-reliefs explored in the seemingly oldest structure, which had been weathered into shapeless ruins ages ago, we learned that these reptilian creatures were the inhabitants of this eon dead city. But while some of them were enshrouded in special coffins, these are standing still, glued to their vertical rock coffins with an awful looking ooze. Curiously, they were firmly placed in the niches on some of the walls. These ivy-like plants are blocking the way. Und davor die Symbole, genau. Gut, also hier fehlt mir eindeutig Licht.
Okay, dann widmen wir uns jetzt wahrscheinlich diesem... ja, Rätsel. Huch! Doch hier lang. The symbol on this stone is illegible. Wieso kann ich an den hier ranzoomen? There's no glyph on this stone. The symbol on this stone is illegible. There's no glyph on this stone. I don't remember this symbol. That glyph doesn't ring any bells. I don't remember this symbol. The symbol on this stone is illegible. Guck mal beim den Einzelnen an, nicht dass ich da... I don't remember this symbol. Nope. That glyph doesn't ring any bells. I don't remember this symbol. That glyph doesn't ring any bells. Ah, der Mond wieder. Der Halbmond, also mit den drei Sternen oben drüber. Aber... den kann ich ja nicht mitnehmen. Doch, warte mal, ich kann ja den Stein jetzt mitnehmen zu der Vorrichtung, oder? Scheiße, wo war das denn jetzt? Genau. Ha! Und jetzt den Hebel. Diagramm, das aus mehreren Symbolen besteht. Ein Z mit zwei Strichen. Oder ein N zur Seite. Ich weiß nicht, wie ich es mir sonst merken soll. Ich habe den rötlichen Kristall auf die noch immer reine Spitze einer merkwürdigen Maschine aus Metall gesteckt. Er passte perfekt. Als ich die Maschine mittels des Hebels in die Ausgangsposition zurücksetzte, wurde diese Glyphe auf die Wand projiziert. Das wird eindeutig Sternsysteme, Sternzeichen. Wunderschön.
Aber jetzt kann ich ja diesen Kristall nicht mitnehmen, ne? Ha! Doch, kann ich. Ich Fuchs. Oh God, what was that all about? A vision, perhaps? Oh, I think somehow it has something to do with the intense headaches. Oh. Blood? Also sah eben noch nicht so aus. Huch! Drück immer die falsche Taste fürs Inventar. Aber er ist nicht aufgeladen mehr. Ob das reicht? Warte mal. Hoch. Wie soll das schnell genug gehen? War das schon richtig? Zack, 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 zack. Jawohl. Da muss doch gehen. Thank you.
Natürlich ist es ein Fahrstuhl.